Yo, liebe Leute, herzlich willkommen zur Kultursafari. Yo. Yo, 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 liebe Leute, Ali Safari hier am Start. Auf dem Kultursafari-Sofa neben mir sitzt Nicola. Und das ist ein multitalentierter Musiker und Künstler, der, glaube ich, ganz viel Erfahrung schon mit Straßenmusik gemacht hat. Darüber werden wir wohl gleich sprechen. Und wir kennen uns von gemeinsamen befreundeten Musikern, die ich damals mit in der Band von Asu Carajo hatte, nämlich Kalle Carajo und der Sepp. Und ihr macht zusammen die Combo Libre. Und jetzt geht's gleich los. Check, check, check. Yo, Nicola, deine Muttersprache ist ja Französisch. Das hört man ja auch schon noch ein bisschen so, ne? Wie sieht das aus? Wie kamst du zu uns ins schöne Bielefeld? Was ist da passiert? Und du bist, glaube ich, auch als Lehrer hier sogar angestellt an einer Schule, wie so viel ich weiß. Genau, also schon 12 oder 13 Jahren bin ich hier in Bielefeld. Erstmal wegen der Liebe bin ich hier gelandet. Okay. Also ich habe eine Deutsche aus OWL kennengelernt. Mhm. Und in Frankreich, und wir haben uns entschieden, zusammen weiter nach Deutschland zu ziehen. Mhm. Genau, hier habe ich ein bisschen Deutsch gelernt, dann Studium zu Ende gemacht, Sozialarbeit. Okay. Und dann durfte ich in der Laborschule Bielefeld anfangen, Sozialpädagoge zu werden. Genau. Ah, okay. Du machst das also als Schulsozialarbeiter sozusagen? Oder so sozial? Ja, Schulsozialarbeiter klingt immer nach viel Bürokratie, Elternarbeit. Ich bin einfach viel mit den Kids unterwegs, okay. Mache Musik, Henna-Tattoos, bin draußen im Wald mit denen, züchte Pflanze an. Okay. Sowas. Hey, das ist ja ein cooler Job. Ja, ziemlich entspannt. Bin sehr dankbar dafür. Ja. Also ich bin ja in meinem Zweitberuf sozusagen auch Erzieher und habe auch schon viel Erfahrung an der offenen Ganztagsschule gesammelt und weiß, wie dankbar Kinder sind, wenn man mit denen kreative Sachen macht. Ja. Also, ja, also Kunst machen und draußen sein, das ist einfach, was sie brauchen. So, ja. Schreiben, lesen, Mathe, rechnen, kann man machen. Ja, aber das andere ist viel wichtiger, ne? Für das soziale Lernen. Ja, und für Hirn, fürs Herz. Ja. Dann lernen sie, sich selbst zu kennen und ein bisschen Ruhe zu kommen, kreativ zu werden. Ja. Ich habe von einem schönen Ritual gehört, dass zum Beispiel, wenn irgendwo Kinder mit dem Bus ankommen, dass du manchmal dann da stehst und die mit einem Instrument begrüßt. Ja, die Eltern und die Kinder nennen mich auch der Rattenfänger. Und ja, ich versuche Musik im Alltag zu integrieren, damit es nicht so oft gibt es Erwachsene, die zu mir kommen oder die sagen, ich bin unmusikalisch. Mhm. Und ich als Musikpädagoge, aber auch als Liebhaber der Musik antworte, es gibt keine Unmusikalität. Ja. Es gibt nur einen Moment in dem Leben, wo eine Person dir bestimmt gesagt hat, oh, du singst ziemlich schief. Mhm. Oder, oh nee, Geige ist gar nicht für dich. Und dann als Kind oder als junger Mensch will man nicht mehr das spüren, diese Schmerz von Abneigung, von... Genau, und also Scham dann auch. Ja, und dann, also die Kinder sind alle musikalisch und singen alle. Gestern habe ich Ukulele gespielt, um die Kinder zum Bus zu bringen. Mhm. Und es gibt eine Junge, so 8-Jährige, der angefangen hat, mit mir zu singen, zu improvisieren. Super schön. Und dann haben wir zusammen gesungen und dann gab es ein drittes Kind, ein kleines Mädchen, 6 Jahre, die mit uns, und wir haben einen Chor gemacht in der Buswartezeit. Ja. Das ist etwas, was in viele Kulturen, in viele Zeiten, glaube ich, sehr normal war und heutzutage gar nicht mehr normal. Zusammen spontane Kunst zu machen oder spontane Kreation zu machen. Wir sind so, das ist alles so eng, ne? So Einzelpersonen nebeneinander, aber nicht zusammen, dass es nicht mehr entstehen darf. Und das ist so schade. Und wenn das entstehen darf, das ist magisch. Ja. Es ist schön, dass sowas dann auch an der Schule gepflegt wird und du dann da deinen freien, kreativen Raum auch bekommst. Ja, wenn ich, dass das ich das toll machen darf. Ja. Und alle freuen sich. Also wirklich, Dankeschön.
Ja, wir freuen uns, glaube ich, auch in Bielefeld, dass du dann sozusagen deine Liebe zur Musik und auch zur Kunst sozusagen weitergibst. Hm. Aber sowas lernt man ja nicht an der Fachhochschule oder selber auch vielleicht unbedingt so in so einem Schulgefüge. Du hast ja, denke ich mal, schon auch, wir haben ja gesagt, so mit Straßenmusik für dich selber auch ganz viel Musik gelebt, sage ich mal. Und das verinnerlicht diese Liebe, diese Kraft, diese Ausdrucksform, um andere Menschen zu begeistern und diesen Funken auch in ihnen zu wecken. Oder woher hast du das für dich selber gewonnen? Aus kleinen Kulturkreis, ne, Familienkreis. Mein Papa war ein Zirkusmensch, ist er immer noch, aber der hat moderne Zirkus in Frankreich mitgegründet, so ungefähr, weil das war eine der ersten Kompanie, was er gegründet hat vor jetzt 40 Jahren. Mhm. Existiert nicht mehr jetzt, das ist aufgelöst worden vor 10 Jahren, aber diese Kompanie war eine der ersten Zirkunstformen in Frankreich, die ohne Zirkuszelt, traditionelle Tierpaneele und so weiter so stattfinden durfte. Also das war eine Mischung aus Kunst, Theater, mit Zirkusnummer integriert in eine Geschichte. Mhm. Und in diese Welt bin ich auch groß geworden. Und genau, mein Papa, als er jugendlich war, auch viel Straßenzirkus gemacht, so Saltos, Akrobatik und so. Okay. Und da habe ich auch alles so ein bisschen mitbekommen und habe sehr früh Lust bekommen. Ja, das glaube ich. Auch selber mitzumachen wahrscheinlich. Ja, und auch durch die Musik machen, Süßigkeiten kaufen zu können. Ne? Ah, okay. Dann ist mein Hund und dann ist der Hund voll in Münze und du kannst so... Also das war Nebensache, aber es ist schon schön, ja, so einen Energieaustausch zu bekommen, ja, für etwas, was man macht, ohne Musik zu machen, ist extrem kompliziert. Ne? Also als Musiker zu leben, ist eine extrem komplexe Sache. Es gibt zwischen 1% und 5%, kommt darauf an, wie man das messt, professionelle Musikerinnen in Deutschland, ja, nur von 1% bis 5%. Der Rest, wir haben alle Nebenjobs. Ja, das kenne ich ja nun auch. Ja. Auch die Künstlerinnen, ich denke zum Beispiel an White Coffee, die du auch interviewt hast, die haben auch Nebenjobs. Es wird immer weniger, vermutlich, aber es braucht so eine andere Energieaustausch, Energieausgleich, weil das ist zu kompliziert, 1.500 Euro mit der Musik jeden Monat zu machen, ja, auch im Winter. Ja. Also, das stimmt. Damit kann man nicht rechnen. So in, nee. Also nicht, wenn man nicht ein gewisses Level erreicht hat, sozusagen. Und deswegen ist die Straßenmusik praktisch, weil auch im Winter, auch auf dem Weihnachtsmarkt kann man dann fahren. Zurzeit mache ich das, also zurzeit. Ich mache das seit 8 Jahren oder 7 Jahren am liebsten mit einem Handpan, mhm, weil das einfach ein Instrument ist, was immer weiter ein bisschen begeistert. Mhm. Existiert seit 30 Jahren und ist immer noch exotisch, würde ich mal sagen, obwohl, ja, das aus der Schweiz kommt ursprünglich, der Hang. Aber genau, und da kann man gut Energieausgleich machen, ja, mit dem Handpan. Ja. Genau. Und man kann damit gut reisen. Hast du so einen Turtle-Rucksack sozusagen? Ja, ja, wenn ich reise, auf jeden Fall. Ja. Ja. Jetzt habe ich auch einen Bus, wie du. Ja, oh, das ist schön. Habe ich kopiert. Ich hoffe, deiner ist nicht ganz so rostig wie meiner. Doch, doch. Das gehört wohl dazu bei dem Ding. Klar. Ja, aber das finde ich schön, dass du das mal so auch nochmal auf den Punkt bringst, dass wir Kulturschaffenden und Musiker natürlich auch versuchen, unser Leben noch zu finanzieren und auch zu gestalten und teilweise eben ja auch Familien haben. Und da brauchen wir ganz viel Zusprache und Energieausgleich tatsächlich auch von euch Menschen da draußen. Und dafür machen wir das, ja, und zeigen euch so ein bisschen, wie wir darüber denken und fühlen. Ja, also die Straßenmusik von klein auf, dann selber irgendwann mit Freunden wahrscheinlich rumgezogen? Mit meinen Schwestern am Anfang. Also ich habe 2 Schwestern. Okay. Und die erste Straßenmusikerfahrung, die ich gemacht habe, ich war 14,
Joanna war 12 und Marion war 10. Ja. Joanna hat Gitarre gespielt, ich habe gesungen und Derbuka gespielt und Marion hat Melodika gespielt. Ah, okay. Und da haben wir unsere Lieder, selbstgeschriebene Lieder einfach gesungen und es hat ein bisschen geklappt und das war lustig. Ja, schön. Genau. Das heißt ja auch eben anfangen zu komponieren oder genau. So. In diese Zeit ungefähr. Mit meiner Schwester hatten wir eine Band, das hieß Katastrophe. Es gibt noch ein Video auf Dailymotion. Oh, okay. Das werden wir mal suchen. Sollte man nicht. Wirklich. Ich zeige meinen Po da. Wirklich. Oh lala. Ja, also bitte nicht suchen. Schnitt. Ich habe das nie gesagt. Schnitt.